Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobold. Unser Thema heute: Pieris japonica im Moorbett. Wir haben dieses Jahr Anfang April. Die Ostern, die frühen Ostern sind vorbei. Die ersten Blüten der Sternmagnolie zeigen sich. Und die ersten Blüten im Moorbett sind nicht die Rhodos, nein, die machen erst ganz dicke Knospen. Und man sieht das hier. Das wird noch Wochen, fast Monate gehen, bis die aufblühen werden. Hinten hat man einige Knapil-Hybriden, Knapil-Azaleen, die auch schon dicke Knospen machen, die bald schon zu blühen beginnen werden, teilweise bevor den Rhododendron. Aber die erste Pflanze, die jetzt im Moorbett blüht, ist Pieris japonica, hier die Sorte Debutante. Wirklich wunderschön, man sieht im Hintergrund die gelben Blätter und jetzt diese vollen Cluster aus beige-weißen und gelben Blüten. Die Blüten selber sind eigentlich genau besehen weiß und dann ist der Blütenboden eben grün-gelb und das gibt dann dieses wunderschöne Zusammenwirken dieser Farben, diesen beigen, edlen Eindruck, den die Blütencluster machen. Wir hatten letzte Nacht sehr kalte Temperaturen, minus 1 bis minus 3 Grad. Es hat hier an der Pieris japonica kleine Schäden gegeben. Man sieht hier ein bisschen, dass einige Blütendolden ein bisschen beschädigt wurden. Trotzdem an der ganzen Pflanze, am Eindruck der ganzen Pflanze hat sich nichts geändert. Die hat also auch diese überraschend kühlen Temperaturen von minus 1 bis minus 3 Grad sehr gut überstanden. Pieris japonica, hier die Sorte Debutante. Eine Bereicherung im Moorbett, weil sie eben schon sehr früh Blüten gibt, wenn es noch fast keine Blüten zu sehen gibt. Schauen wir uns nochmal so einen Cluster von Namen an. Wie geht's weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht's zu Luberacom, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. Hier gibt's gartenvideo.com, wo Sie einfacher durch unsere über 1500 Videos surfen können. Und hier gibt's Gärten.com, wo es mehr Gartenunterhaltung und mehr Garteninformation gibt. So geht's weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.